Hallo zusammen, Thomas hier. Viele meiner besten Fotos habe ich bei schlechtem Wetter gemacht. Nicht bei blauem Himmel, sondern bei richtig schlechtem Wetter. Und je schlechter das Wetter war, umso besser sind die Fotos, würde ich jedenfalls behaupten. Deswegen gibt es heute von mir 11 Tipps, wie ihr bei richtig schlechtem Wetter richtig gute Fotos machen könnt, beziehungsweise wie ihr das gewährleisten könnt. Ich bin fest davon überzeugt, alle von uns kennen diesen Spruch: Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte oder meinetwegen auch unangemessene Kleidung. Ich fand den Spruch von jeher immer schon dämlich, denn ich finde schon, dass es durchaus schlechtes Wetter gibt, wo ich, wenn ich es nicht tun muss, nicht unbedingt vor die Tür gehe. Gerade jetzt so, jetzt Anfang Januar in diesem Jahr, wo es so nicht richtig schneit, nicht richtig kalt ist, aber eben auch nicht richtig warm, dieses nasskalte, nieselige Wetter oder meinetwegen auch bei strömendem Regen. Und wenn dann noch Wind dazu kommt, dann kriegt so die Kälte so richtig schön die Beine hoch und es macht es wirklich richtig unangenehm. Also das ist ein Wetter, da gehe ich, wenn ich es nicht muss, definitiv nicht gerne raus. Aber gerade bei so einem Wetter, wenn es nicht gerade komplett neblig ist, wenngleich auch da kann man gut fotografieren, kann man in der Regel die besten Fotos machen. Denn ganz im Gegensatz zum blauen Himmel hast du dann richtig Wolkendrama, da passiert richtig was in der Natur und das lässt sich natürlich fotografisch wunderbar einfangen. Wenn wir an das Fotografieren denken, egal bei welchem Wetter, denken wir sicherlich per se nicht sofort an die Kleidung. Aber nach meiner Einschätzung ist gerade auch bei schlechtem Wetter, ist die Kleidung fast das Wichtigste. Denn was hilft es uns, wenn wir die beste Kameraausrüstung haben, wenn wir alles tun können, damit die Kameraausrüstung vor allen Wetterunbilden geschützt ist, wir aber klatschnass sind, frieren, uns klamm ist und wir einfach keine Lust mehr haben zu fotografieren, dann bringt dir die beste Fotoausrüstung nichts. Deswegen ist nach meiner Einschätzung mit das Wichtigste, dass wir uns erstmal adäquat schützen mit besagter richtiger Kleidung. Und das unterschätzt man auch sehr schnell, gerade wenn man nicht viel geht, wenn man an der Stelle beispielsweise wartet, um auf eine bestimmte Witterungssituation zu warten, um vielleicht sogar auch bei der Tierfotografie darauf zu warten, dass sich die Tiere, die wir da fotografieren wollen, so zeigen, wie wir sie gerne fotografieren wollen. Gerade wenn wir also sehr ruhig sind, sitzen vielleicht sogar oder nur stehen, dann, und wenn ihr die Erfahrung habt, ihr sicherlich, beziehungsweise dann habt ihr die Erfahrung sicherlich auch schon gemacht, dann glaubt man gar nicht, wie warm man sich anziehen muss, obwohl man es von den Temperaturen gar nicht erwartet hätte. Also gerade bei schlechtem Wetter, gerade jetzt in der nasskalten Jahreszeit, zieht euch tendenziell zu warm an. Und das ist dann meistens gerade eben richtig. Und abgesehen davon, wenn man zu warm angezogen ist, man kann ja immer wieder was ausziehen. Das ist ja überhaupt kein Problem. Da sollte man dann sicherlich den Rucksack dabei haben oder irgendein Behältnis, in das man dann auch dann die Kleidung, die man gerade nicht braucht, reintun kann. Im Übrigen gilt das Gleiche auch nur umgekehrt natürlich für die warme Jahreszeit. Wenn man zu warm angezogen ist, dann schwitzt man natürlich sehr schnell, gerade wenn man sich dann eben aber auch wieder bewegt. Und ich finde es auch sehr unangenehm, gerade bei relativ hohen Temperaturen und die läuft die Brühe so runter. Das ist dann so eine Situation, da habe ich auch keine so große Lust zum Fotografieren. Also auch da achtet darauf, dass ihr auf jeden Fall die Kleidung wechseln bzw. bei Bedarf eben auch Teile ausziehen und verstauen könnt. Was genauso wichtig ist, ist natürlich, dass wir unsere Fotoausrüstung auch natürlich erstmal transportieren, aufbewahren, verstauen können, auch bei schlechtem Wetter. Und da gibt es so zwei grundlegende Dinge, die man unterscheiden muss. Einmal gibt es wasserfeste Sachen und es gibt wasserdichte Sachen. Und gerade wenn es um die Fotorucksäcke, Fototaschen geht, sollten auf jeden Fall beide Varianten mindestens per se wasserfest sein, ohne dass ihr die, und das sollte auch dabei sein, die Regenhülle benutzen müsst. Denn ich zum Beispiel habe keine Lust, wenn es mal gerade ein bisschen schauert, 5-10 Minuten Regen runterkommt, dann jedes Mal die wasserdichte Hülle wieder auszupacken, überzustülpen, wieder abzumachen. Das ist einmal sehr umständlich, vor allen Dingen, wenn die dann auch nass ist, die dann wieder nass zu verpacken, das muss man dann wieder im Hotelzimmer, in einer Ferienwohnung, je nachdem, wo man ist, muss man das wieder auspacken und dann muss man es erstmal wieder trocknen. Also das Ganze kann dann sehr umständlich sein. Also deswegen verzichte ich, solange es irgendwie geht, darauf eben diese wasserfeste Hülle, die idealerweise an den Rucksack oder an die Tasche angenäht ist,
gleich zu benutzen. Und deswegen achtet darauf, wenn ihr euch vielleicht jetzt auch einen Rucksack kauft oder eine Fototasche, dass die möglichst auch ohne diese ergänzende Regenschutzhülle möglichst lange das Wasser abhalten. Und da habe ich jetzt einen neuen Rucksack bekommen, den Nia Ivo, den habe ich noch gar nicht benutzt, den habe ich jetzt zugeschickt bekommen und der wird jetzt erst in Lappland seinen ersten Lackmustest hinter sich bringen müssen, ob er auch das kann, was mir die Firma versprochen hat. Aber auf jeden Fall von der Ausstattung her ist das ein Rucksack, der geht auf jeden Fall so in die Richtung, die ich mir vorstelle. Und ihr könnt das hier an diesem glänzenden Material sehen. Das heißt, der Rucksack ist per se eigentlich schon nahezu wasserfest beschichtet. Die Reißverschlüsse sind auch entsprechend versiegelt, sodass das Ganze, dass der Regen da eigentlich auch nicht eindringen kann. Also ich stelle mir vor, dass der Rucksack grundsätzlich auch bei dauerhaftem Regen, ohne dass ich die Regenhülle benutzen muss, relativ lange dicht hält. Wenn ich aber weiß, ich gehe ein oder zwei Stunden vielleicht sogar im Regen, dann würde ich natürlich die Hülle auch dran machen. Also achtet auf jeden Fall darauf, dass die Behältnisse, Tasche, Rucksack, die ihr verwendet, auf jeden Fall idealerweise per se schon sehr gut wasserfest sind, aber dass ihr auf jeden Fall ergänzend die Möglichkeit habt, das Ganze dann auch wasserdicht zu machen, damit wirklich dann die Fotoausrüstung definitiv nicht nass wird. Neben den ganzen vorbereitenden, ergänzenden Dingen, die ich jetzt schon angesprochen habe, geht es natürlich auch darum, dass wir auch bei Regen möglichst lange mit unserer Fotoausrüstung auch fotografieren können, damit wir dann eben diese Schlechtwettersituation auch fotografisch perfekt einfangen können. Und grundsätzlich bin ich jemand, der davon ausgeht, zumal wenn mir der Hersteller verspricht, dass er mir Profikameras verkauft, dass dann die Kameras, ohne dass ich irgendetwas tun muss, und das gilt gleichermaßen auch für die Objektive, dass die auch mal einen Regenschauer aushalten, ohne dass ich an der Nase lang die Sachen ein- oder wieder auspacken muss. Also ich erwarte einfach von dem Hersteller, dass das wirklich dann, wenn er mir sagt, das Ganze ist entsprechend versiegelt, dass da auch nicht sofort Wasser eindringt. Also grundsätzlich sollte die Kameraausrüstung per se auch schon mal ein bisschen was aushalten. Ein Regenschauer, 5 oder 10 Minuten oder was auch immer, sollte auf jeden Fall keine Probleme bereiten. Und auch eigentlich fast alle Kameras sollten das können und nach meiner Erfahrung tun sie das auch. Ich habe das oft in Fotoworkshops, gerade auch wenn wir dann eben bei schlechterem Wetter unterwegs sind, dann bricht manchmal bei manchen sofort Panik aus und sobald die Kamera den ersten Wassertropfen hat, haben die schon echt ein Problem. Also macht euch da keine unnötigen Gedanken. Natürlich sind jetzt meine Hinweise ohne Gewähr, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass Kameras, dass Objektive grundsätzlich auch mal ein bisschen Feuchtigkeit aushalten. Aber natürlich, wenn man länger unter sehr schlechten, sehr nassen Witterungsbedingungen fotografiert, dann sollte man natürlich dafür Sorge tragen, dass man dann schon die Sachen auch einpackt. Und die für mich und nach meiner Erfahrung beste Variante sind die Lenscodes und wirklich auch die Original-Lenscodes, wo auch wirklich Lenscode draufsteht. Und das sind so etwas dünnere Neoprenhüllen und die könnt ihr sowohl um das Gehäuse und gleichzeitig um das Objektiv machen. Ja, ihr habt einen durchgehenden Schutz. Natürlich ist das Fotografieren mit einer wie auch immer gearteten Umhüllung immer etwas umständlicher, als wenn man direkt auf die Kamera greifen kann. Aber das geht dann eben nicht anders. Dafür werden wir, wenn wir alles richtig machen und das Wetter passt, natürlich mit den perfekten Aufnahmen belohnt, die eben nicht jeder Schönwetterfotograf so fotografieren konnte. Also Lenscodes sind für mich so mit das Beste, was es auf dem Markt gibt. Die sind nicht ganz billig, die kosten um die 100 Euro. Die gibt es in verschiedenen Größen. Noch immer noch ein bisschen Weihnachtsdeko, die kann ich jetzt auch mal wegräumen die nächsten Tage. Die gibt es also in verschiedenen Größen und ich habe zwei. Eine, wo ich dann die meisten Objektive, die Weitwinkel, das mittlere Telezoom und ähnliche Dinge draufkriege, aber für die ganz langen Tüten, für mein langbrennweitiges Zoom 200 auf 400 mm, habe ich dann noch einen längeren Lenscode, der dann eben auch dann das Objektiv komplett mit abdeckt und umhüllt. Also das ist wirklich ganz wichtig. Aber auch beim Fotografieren solltet ihr darauf achten, dass ihr Hilfsmittel, die uns der Kamerahersteller in der Regel gleich mitgibt, auch nutzt. Und zwar, indem ihr ganz einfach den Objektivdeckel verwendet. Solange ihr nicht fotografiert, keine Fotos macht, nicht durch den Sucher guckt, die Bildkomposition nicht aufbaut und ähnliche Dinge. Also, solange die Kamera schlicht und ergreifend aus ist und nicht in Gebrauch, macht auf jeden Fall den Objektivdeckel davor. Das ist jetzt der zum Beispiel von der Firma Freewell, weil ich jetzt seit einiger Zeit das magnetische Filtersystem von denen benutze und dementsprechend habe ich hier dann eben einen magnetischen. Natürlich gibt es auch dann die klassischen Filterdeckel, die uns der Hersteller mitliefert. Die kann man genauso drauf machen. Und etwas, was erstaunlicherweise immer wieder unterschätzt wird, sind auch die Streulichtblenden.
die man auf jeden Fall auch auf das Objektiv machen sollte. Grundsätzlich sowieso immer, schon alleine, wenn man dann eben auch mal, wenn dann mal wieder die Sonne rauskommt, damit man eben vor Streulicht geschützt ist, so gut es eben geht. Und gleichzeitig führt das dazu, gerade wenn der Regen vielleicht nicht so frontal von vorne kommt, sondern mehr so von oben runterfällt, dass es dann deutlich länger dauert, bis die ersten Wasserregentropfen ihren Weg auf die Frontlinse gefunden haben. Und dementsprechend ist auch die Streulichtblende ein ergänzender guter Schutz bei schlechtem Wetter für eure Kamera respektive für eure Frontlinse. Ein ergänzendes fotografisches Zubehörteil, was ihr auf jeden Fall verwenden solltet bei schlechtem Wetter, gerade auch wenn es in der dunkleren Jahreszeit passiert oder wenn ihr in Bereichen unterwegs seid, wie beispielsweise im Wald, wenn dann bei schlechtem Wetter, wo es ja ohnehin mit der Sonne eben nicht so gut bestellt ist, also schlicht und ergreifend dann dadurch schon deutlich dunkler ist, dadurch, dass der Himmel komplett verdeckt ist und dann im Wald beispielsweise habt ihr dann noch weniger Licht. Deswegen ist es immer eine gute Idee, auch gerade bei Schlechtwetterfotografie ein Stativ dabei zu haben, um es dann eben zu nutzen, um die sich teilweise deutlich längeren Belichtungszeiten, die sich dann ergeben, um dann auch verwacklungsfreie, mithin schöne, scharfe Fotos, sofern ihr das wollt, auch fotografieren zu können, damit ihr dann eben mit den langen Belichtungszeiten auch umgehen könnt. Ganz wichtiger Punkt, auch wenn es relativ windig ist, ist auch ein Stativ bis zu einem gewissen Maße, besser gesagt, bis zu einer gewissen Windgeschwindigkeit natürlich auch das Mittel der Wahl. Denn wenn es wirklich kräftig pustet, wenn ihr schon mal bei starkem Wind fotografiert habt, dann kennt ihr das, dann verwackelt ihr die Kamera permanent. Dann drückt der Wind, gerade wenn er sehr böig ist, drückt euch der Wind regelrecht zur Seite und ihr habt die Aufnahme wieder verrissen. Und da ist es dann eine sehr gute Idee, vom Stativ zu fotografieren, weil sich dann das Stativ idealerweise Mitte der Kamera drauf nicht bewegt. Das gilt natürlich vor allen Dingen für etwas schwerere, robustere Objektive auch, aber vor allen Dingen auch robustere Stative, damit dann eben das ganze Konstrukt sehr sauber steht und die Bildkomposition dann nicht gleich wieder zunichte ist und ihr also x-mal ansetzen müsst. Ein ergänzender Gegenstand, der sich auch als sehr hilfreich erweisen kann, gerade beim Fotografieren bei schlechtem Wetter, insbesondere bei Regen, ist ein Regenschirm. Es gibt verschiedene Regenschirmausprägungen, es gibt sogar welche, die kann man an den Gurt des Rucksacks machen. Also ich hatte jetzt dieser Tage, beziehungsweise letztes Jahr, dieser Tage stimmt ja nicht mehr, wir haben ja schon den Jahreswechsel. Letztes Jahr hatte ich jemanden beispielsweise dabei, der hatte einen Regenschirm an seinem Fotorucksack festgemacht. Und das hatte tatsächlich den enormen Vorteil, dass er trockene Hände hatte und dass er eben sich auch mit der Kamera, die dann natürlich trocken geblieben ist, relativ gut und frei bewegen konnte und eben nicht in die Gefahr gelaufen ist, dass die Kamera gleich nass wird, dass man dann auch selber nasse Finger bekommt und ähnliche Dinge. Das kann also durchaus eine gute Idee sein und hängt natürlich davon ab, was und wie man auch gerne fotografiert. Eine zweite Variante ist auch der Regenschirm, aber nicht, dass man ihn an sich selber, also in dem Fall dann beispielsweise im Rucksackgurt festmacht, sondern dass man ihn am Stativ festmacht. Da gibt es spezielle Klemmen, die es auch im fotografischen Zubehörhandel gibt, aber man kann sich da auch etwas preiswerter behelfen, indem man Sonnenschirmhalterungen kauft. Und ich hatte früher auch mal so eine Halterung, die ist dann irgendwann mal verloren gegangen. Ich müsste mir tatsächlich auch mal selber wieder eine kaufen, wo ich dann einen ganz einfachen, billigen Regenschirm dran gemacht habe, um dann beim Arbeiten am Stativ, vom Stativ trocken zu bleiben. Das geht natürlich aber auch da nur natürlich, wenn der Regen möglichst gerade von oben kommt. Hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie groß und wie breit der Regenschirm ist. Aber das ist auf jeden Fall auch durchaus eine gute Idee, wenn man unter feuchten Verhältnissen fotografiert, um möglichst lange trocken zu bleiben und unter trockenen Bedingungen auch bei Nässe zu fotografieren. Es gibt natürlich eine ganz große Einschränkung und die Einschränkung heißt Wind. Wenn Wind aufkommt, dann wird diese ganze Konstruktion mit dem Regenschirm wahlweise an euch selber oder auf dem Stativ, schnell zu einer sehr wackeligen Veranstaltung. Im schlimmsten Fall kippt euch dann gerade das Stativ mit dem Schirm auch um. Also das eignet sich nicht grundsätzlich immer, sondern dann, wenn es möglichst wenig Wind gibt. Dann ist aber, wie gesagt, die Idee mit dem Regenschirm durchaus eine, die man mal so in petto haben sollte. Ein weiterer Ausrüstungsgegenstand, der für mich standardmäßig in den Fotorucksack, in die Fototasche gehört
unabhängig davon, bei welchem Wetter ich rausgehe, schon alleine damit ich es nicht vergessen kann, ist schlicht und ergreifend ein ganz einfaches Baumwollhandtuch. Denn wenn wir bei Regen fotografieren, mit oder ohne Regenschirm, oder wenn der Regenschirm dann eben nicht genutzt werden kann, dann führt das früher oder später dazu, dass auch irgendwie alles nass wird, dass die Kameraausrüstung nass wird, dass wir nasse Hände haben. Und dass dann wir nasse Hände kriegen, weil die Kamera nass ist, weil wir nasse Hände haben, wird die Kamera nass, was auch immer. Und dann ist es eine gute Idee, auch zwischendurch mal die Möglichkeit zu haben, die ganzen Dinge abzutrocknen. Also die Kamera abzutrocknen, gerade wenn es auch wirklich kräftig geschauert hat und so richtig klatschnass ist, dann wirklich mal dann auch das Ganze trocken tupfen. Auch um durchaus zu verhindern, dass dann wirklich dann irgendwann doch auch Wasser eindringt, sofern ihr nicht ohnehin dann dauerhaft mit einem Lenscoat fotografiert habt. Also, was ihr auf jeden Fall dabei haben solltet, ist ein Baumwollhandtuch. Ganz einfach, weil die nehmen sehr schön Wasser auf. In Ergänzung aber auch unbedingt, was ihr unbedingt auch mitnehmen solltet, sind Mikrofasertücher. Gerade wenn ihr dann auch das Baumwolltuch beispielsweise benutzt, um erstmal die Feuchtigkeit von der Frontlinse zu entfernen. Dann gerade bei einem Baumwolltuch, das fusselt natürlich, habt ihr Fussel drauf, eventuell auch ein paar Schlieren. Und dann solltet ihr auf jeden Fall, bevor dem Fotografieren, mit dem Mikrofasertuch nochmal drüber gehen, um dann diese Schlieren wegzunehmen und dann eben auch die Frontlinse richtig schön klar und sauber zu bekommen. Und jetzt fällt mir noch gerade ein Aspekt ein, den schiebe ich jetzt gerade mal nach, weil ich nämlich gerade hier meine Gefriertüte sehe. Der bezieht sich noch auf das Thema Lenscoats. Wenn ihr keine Lenscoats habt, euch die aktuell zu teuer sind, dann meine Empfehlung als absolute quasi 0-Euro-Variante, macht das mit Gefrierbeuteln. Das ist natürlich nicht garantiert nicht die Qualität und das Handling mit dem Lenscoat, ist aber auf jeden Fall auch eine durchaus nicht zu vernachlässigende Möglichkeit. Dann schneidet ihr einfach den Gefrierbeutel an der unteren Seite auch noch auf. Dann habt ihr so einen Tubus. Ich habe da auch mal ein Video dazu gemacht. Ich verlinke euch das mal in der Infocard. Und dann könnt ihr ganz einfach den Gefrierbeutel hier auf die Kamera machen. Und dann fixiert ihr das Ganze mit ganz gewöhnlichen Haushaltsgummis. Und habt dann auf jeden Fall für das Objektiv schon mal einen Schutz. Und ihr könnt unter Umständen, je nachdem wie groß der Gefrierbeutel ist, das Ganze auch noch hier über die Kamera stülpen, dass zumindest dann auch die Kamera in Teilen vom Wasser geschützt ist. Also 0-Euro-Variante ist dann auch noch der Gefrierbeutel, aber auf Dauer empfehle ich wirklich, wenn ihr das häufiger braucht, empfehle ich euch wirklich Lenscoats. Ja, ich komme nochmal zum Thema Handtuch, denn es ist ja nicht nur die Kameraausrüstung, die getrocknet werden muss hin und wieder und die trocken gehalten werden sollte. Auch wir, die Fotografen, sollten auf jeden Fall auch möglichst trocken sein. Natürlich einmal durch die Kleidung, aber früher oder später werden auch die Hände nass. Ich habe es gerade schon mal angesprochen. Entweder weil wir viele nasse Sachen anfassen. Wir sind beim Regen unterwegs gewesen. Selbst wenn der Rucksack die Kameraausrüstung trocken hält, ist aber der Rucksack von außen nass. Früher oder später kriegen wir nasse Hände. Wenn es kühl, kalt ist, windig ist, werden die Hände auch klamm. Dann werden sie auch regelrecht steif. Und nasse und klamme Hände, die sind wirklich das Schlimmste, was einem passieren kann beim Fotografieren. Und deswegen habe ich immer neben dem Handtuch für die Kamera, die dann, das natürlich auch irgendwann nass ist, habe ich ein ergänzendes Handtuch dabei, damit ich mir meine Hände abtrocknen kann. Um möglichst trockene Hände zu haben, möglichst dauerhaft trockene Hände zu haben, um dieses nasse, klamme dann eben so lange, wie es irgendwie geht beim Fotografieren, herauszuzögern. Schlechtes, dunkles, düsteres Wetter ist im Übrigen auch eine Gelegenheit, dass ihr es mal mit der Schwarz-Weiß-Fotografie probiert. Gerade wenn es wirklich dunkel ist, wenn es so düster ist, sind die Farben blass. Manche Farben kann man sogar kaum richtig wahrnehmen, sodass es dann ohnehin, dass die ganze Situation, die ganze Landschaft, die Stadt, je nachdem, was ihr gerade fotografiert, wo ihr unterwegs seid, ohnehin so eine relativ monochrome Stimmung bekommt. Das heißt, ihr seht dann eigentlich auch schon fast wie in Schwarz-Weiß. Und das ist dann natürlich eine super Gelegenheit, auch mal in Schwarz-Weiß oder für Schwarz-Weiß zu fotografieren, weil ihr dann einfach schon die Bildkomposition ohnehin in Schwarz-Weiß quasi aufbaut, da ihr quasi schon in Schwarz-Weiß, in Monochrom seht, die ganze Szenerie vor euch, achtet ihr natürlich dann ganz anders bei der Bildkomposition darauf, wie ihr dann die Szene fotografieren könnt, weil dann ganz andere Dinge zum Tragen kommen als die Farben, die sonst plakativ unter Umständen da wären. Also schlechtes, dunkles, düsteres Wetter ist immer auch eine gute Gelegenheit, einfach mal die Schwarz-Weiß-Fotografie auszuprobieren. Mhm.
Auch bei schlechtem Wetter ist es natürlich wichtig, das richtige Objektiv bzw. die richtige Brennweite zu wählen. Und gerade schlechtes Wetter, nasses Wetter, gerade auch wenn so ein Regen vielleicht gerade aufgehört hat, wenn so die Nebelfetzen über die Landschaft ziehen und ähnliche Dinge, sind eine gute Gelegenheit, zumindest gerade auch in der Landschaftsfotografie, mal nicht das Weitwinkel zu nehmen, sondern dass ihr dann auch mal das Teleobjektiv verwendet, beispielsweise um dieses Nasse, um dieses Dampfige, um diese starke Feuchtigkeit in der Luft mit dem Teleobjektiv zu verdichten und da eine ganz besondere Stimmung mit zu erzeugen und auch diese Nässe, dieses schlechte Wetter in der Landschaft dann ganz besonders auch durch das Teleobjektiv besonders hervorzuheben. Ich gehe da jetzt auch gar nicht weiter drauf ein, denn ich habe da kürzlich mal ein Video dazu gemacht. Schaut euch mal das Video an zum Thema Teleobjektiv in der Landschaftsfotografie und da geht es dann unter anderem auch um das Fotografieren bei schlechtem Wetter. Und mein letzter und 11. Tipp zum Fotografieren bei schlechtem Wetter ist, packt ein, wenn es richtig nass ist. Macht einfach Feierabend. Früher oder später sind die Handtücher nass, sowohl die Handtücher für die Kamera. Früher oder später ist das Handtuch nass, mit dem ihr euch selber abtrocknet, eure Hände abtrocknet. Und dann ist einfach alles nass, dann ist einfach alles klamm und dann macht das Fotografieren keinen Spaß mehr, dann wird das Fotografieren im schlimmsten Fall wirklich zur Quälerei. Und ich glaube, keiner möchte gerne fotografieren, indem er sich quälen muss, sofern es nicht irgendwelche gewissen Gründe dafür gibt. Also deswegen findet auch mal einfach ein Ende und stellt fest, jetzt ist es einfach auch vorbei, jetzt kann ich selber nicht mehr vernünftig fotografieren, ich kann mich nicht mehr konzentrieren, ich habe auch keine Geduld mehr, einfach weil alles nass ist, weil alles unangenehm ist, es macht mir keinen Spaß mehr und dann lasst es einfach auch bleiben und quält euch nicht, denn die Fotos werden definitiv nicht mehr besser. Macht also einfach, wenn es richtig feucht ist, macht einfach auch mal Feierabend und kommt viel lieber nochmal wieder, auch meinetwegen bei schlechtem Wetter wieder, wenn ihr wieder trocken seid, wenn ihr wieder Lust habt, nochmal wieder bei schlechtem Wetter rauszugehen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und empfehlt mich weiter. Und abonniert RAW TV. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal auf diesem Sender.